jetzt zu Ihnen zu kommen, ist auch nicht ganz leicht, obwohl Musik in dem Film, den Sie gedreht haben, eine ganz große, eine ganz wichtige Rolle gespielt hat. Sie sind Dokumentarfilmer und haben sich irgendwann entschieden, einen Film über Ihre Mutter zu drehen, zu einem Zeitpunkt, als sie schon an Alzheimer erkrankt war. Das heißt, als Sie nicht mehr fragen konnten, ist dir das recht? War das die schwierigste Frage bei der Durchführung dieses Projektes? Nee. Welches war die schwierigste? Das stand gar nicht so zur Debatte, weil es war nicht so, also es stand nicht im Vordergrund, ich mache jetzt einen Film, sondern es stand irgendwie für mich im Vordergrund, was kann ich machen? Also wie kann ich noch möglichst viel Zeit mit meiner Mutter verbringen und wie kann ich meinem Vater helfen? Weil ich hatte das Gefühl, wenn ich jetzt nichts mache, dann haben wir bald zwei Pflegefälle zu Hause, weil mein Vater völlig überfordert war und der sagt jetzt im Nachhinein, er wollte den Helden spielen damals und das alles alleine erledigen und er sagt auch, er hätte sich ein Jahr, mindestens ein Jahr früher Hilfe ins Haus holen sollen. Und ich hatte halt die Möglichkeit, als Filmemacher sozusagen mir den Rahmen zu schaffen, dass ich längere Zeit da sein konnte und dass mein Vater meinen Urlaub fahren konnte. Und ich hatte vorher auch schon autobiografisch gearbeitet und ich habe auch zu Hause gedreht viel. Also das war nichts Unbekanntes und da hatte meine Mutter früher auch immer schon mitgewirkt. Und deswegen habe ich gedacht, ich probiere das, einen Film draus zu machen. Dieser Film, zu dem Sie auch jetzt noch ein Buch geschrieben haben, über diese Phase in Ihrem und im Leben Ihrer Mutter, Lebensendzeit. In diesem Film kommen Sie Ihren Eltern sehr, sehr nahe. Und Sie haben sich die Zeit genommen und ich würde gerne zu Beginn, der Film ist übrigens für den Deutschen Filmpreis nominiert. Und ich würde gerne jetzt zu Beginn des Gesprächs einmal einen kurzen Ausschnitt daraus zeigen, aus dem Film Vergissmeinnicht. Seit meinem letzten Besuch in Bad Homburg ist meine Mutter sehr verändert. Hallo Gretel. Ja. Erkennst du mich denn? Ja, ich erkenne dich. Ja. Was ist denn das? Das bin ich. Das bist du? Das bin ich als kleiner Junge. Du warst die schönste Frau der Welt. Das habe ich noch nie gehört. Das hast du noch nie gehört? Der Malte hat angerufen. Wie heißt der? Malte. Malte. Dein Mann. Ist ja nicht mein Mann. Naja, mein Vater. Die Mutter, die ich von früher kannte, gibt es nicht mehr. Gretel, wo gehst du denn hin? Keine Ahnung. Gestern hat Gretel zu mir gesagt, ich liebe dich. Ich bin dein Mann. Nee, ich hab mir eher so... Du hast einen neuen gesucht. Super. Ein ganz, ganz... beeindruckender Film. Was war für Sie das Schwierigste, wenn Sie sich Ihrer Mutter mit der Kamera genähert haben? Also es gab eine Zeit, die war schwierig. Da hatten wir uns entschlossen, ohne Tonmann zu arbeiten, weil eine Person mehr im Raum, eine Person mehr war, die für Ablenkung gesorgt hat. Weil meine Mutter schon immer gefragt hat, was ist denn das? Das fällt auf mich, also fürs Mikrofon, was davon umhängt, das passt doch auf, das fällt auf mich runter. Oder sie gefragt hat natürlich, was hältst du denn da in der Hand und so. Sie war immer sehr offen und nett zu den Leuten, die da waren, aber natürlich hat die Technik auch für Ablenkung gesorgt. Und deswegen haben wir versucht, das Team möglichst klein zu halten und da habe ich auch Ton gemacht. Aber meine Mutter, wenn die mich gesehen hat, sie wollte immer gerne in meiner Nähe sein. Ja? Deshalb gab es sehr viele Aufnahmen, wo der Kameramann meine Mutter beobachtet hat, so lange, bis sie den Tonmann umarmt hat, ja, der ich war. Und sie hat dann gesagt, das, was du machst, das machst du gut, mach weiter. Und ich, ja, ich probier's, ja, und habe versucht, irgendwie einen Ton aufzunehmen. Und es war eben manchmal schwierig, ich wollte ja für sie da sein als Sohn und mal das Beste machen. Und als sich dann das so entwickelt hat und ich gemerkt habe, ich kann den Film machen, gab es halt ab und zu auch so die Frage, wie kann ich dann den Film machen, ja? Und dann mussten wir uns oft sozusagen sehr fantasievoll und kreative Wege suchen, wie man das dann tatsächlich umsetzen kann. Abgesehen vom Praktischen, wie kann ich das drehen, wie kann ich daraus einen Film machen, gab es ja auch die andere Frage, wie tauche ich ein in das Leben meiner Eltern? An einer Stelle sagen Sie, meine Mutter, sinngemäß, meine Mutter war für mich eben immer Mutter und Hausfrau. Und plötzlich haben Sie das Leben Ihrer Eltern aufgeblättert und fanden ganz neue Aspekte, die Sie wahrscheinlich auch überrascht haben. Sie hatten ganz tolle Eltern. Mhm.
Ihr Vater lebt ja, ist sehr, sehr gesund, hat diese Pflege ja gut überstanden, die viel von ihm abverlangt hat. Wie würden Sie Ihre Mutter heute, da Sie viel mehr über sie wissen als vorher, wie würden Sie Ihre Mutter oder das Leben Ihrer Mutter beschreiben? Ich glaube, sehr erfüllt. Also sie hat, also das wusste ich nicht, sie hatte eigentlich schon, bevor sie meinen Vater kennengelernt hat, hat sie eine Spitzenkarriere gehabt. Sie war eine der ersten Fernsehmoderatoren. Also sie hatte eine Sendung, die hieß Deutsch für Deutsche im NDR, was ich ganz skurril fand. Eigentlich leider gab es davon, die Bänder haben sie irgendwann vernichtet beim NDR, aus welchen Gründen. Also das wurde halt nicht aufbewahrt. Und ich habe gemerkt, die hatte ein ganz reiches und vielfältiges Leben, bevor ich überhaupt aufgetaucht bin. Es waren sehr politische Menschen, ihre Eltern. Ja. Es waren Linke. Ihr Vater musste auch, weil er sich 68 mit den Studenten solidarisierte als Mathematikprofessor, wurde sein Vertrag in Frankfurt nicht verlängert. Er musste in der Schweiz lehren. Also ganz, ganz viele Facetten. Ja, das war übrigens Erlangen, und er seine Assistentenstelle hatte. Und dann wurde er weggelobt. So wurde das genannt, weil er sich mit den Studenten solidarisiert hatte. Und was die zuerst dachten, was irgendwie, sie sind ins Sozial-, also ins politische Abseits abgeschoben, war im Grunde super für sie. Also mein Vater hat in der Schweiz hat er eine viel bessere Stelle als Mathematiker bekommen. Und meine Mutter hat da politisch so richtig losgelegt. Also die wurde dann ja vom Staatsschutz beobachtet. Das wusste ich auch gar nicht, dass die in der Schweiz quasi so eine Art Stasi-Behörde hatten. Und die haben minutiös meine Eltern abgehört. Und es gab halt so eine Geheimakte über meine Mutter. Das habe ich dann durch die Dreharbeiten erst erfahren und habe das dann auch eingesehen. So zwei tolle Menschen. Sehr klug, sehr engagiert. Und plötzlich stellt man fest, sie wird alt und irgendwas ändert sich auf eine ungute Art und Weise. Wie haben Sie das erste Mal gemerkt, dass Ihr Gedächtnis nachlässt? Oder wer hat es gemerkt? Also ich habe mal mit ihr telefoniert und da hat sie sich nicht erinnert, oder es war irgendwie unklar, ob sie noch wusste, dass ich früher mal bei Pfadfindern war. Und das war eigentlich total undenkbar für mich, weil das war ein ganz langer, also großer Lebensabschnitt meiner Kindheit, und das hat sie auch immer sehr unterstützt. Und dann habe ich mit meiner Schwester telefoniert und sie gefragt, sag mal, ist dir auch irgendwas aufgefallen? Und die sagte, ja, da hat sie neulich den Hefezopf, das Rezept, was sie immer auswendig konnte, das konnte sie plötzlich nicht. War Ihrer Mutter es auch bewusst, dass ihr Gedächtnis nachlässt? Ganz bestimmt, aber ich habe erst später herausgefunden, dass das schon viel länger gewesen sein muss, dieses Bewusstsein von ihr. Weil ich habe Bücher hinten im Schrank, also als wir dann mal ausgemistet haben, da waren sozusagen in der zweiten Reihe so Bücher-Gedächtnistraining. Und das war, die waren von viel, also von bevor, von der Zeit, bevor wir uns Sorgen gemacht haben. Und ich habe von meiner Großmutter erfahren, dass sie sich schon Jahre zuvor zum Geburtstag Ginkgo Biloba von ihr gewünscht hatte. Also so ein Präparat, was die Gedächtnisleistung fördern soll. Und das waren für mich Indizien, dass ich denke, dass da hat sie sich schon viel länger mit beschäftigt, als wir das geahnt haben. Sie haben sich mit der Familie geeinigt und Sie haben sich sehr nah an Ihre Mutter begeben. Mhm. Wie Ihr Vater natürlich auch, der die ganze Zeit dabei war, bis auf einen Urlaub, den er dann mal genommen hat. Glauben Sie, dass Ihre Mutter in ihrer letzten Phase des Lebens Angst hatte, dass sie unglücklich war? Sie hatte ganz bestimmt Ängste vor dem Unbekannten. Also das war ganz klar, dass sie in Momenten, man muss mal vorstellen, man findet sich in einem Moment und man weiß nicht, wo das ist und warum man da ist. Also diese Art von Ängsten im Moment hatte sie. Aber wenn man für eine Atmosphäre gesorgt hat, in der sie sich wohlgefühlt hat und in der es entspannt war, dann war sie, glaube ich, ein glücklicher Mensch. Es ist ja eine Krankheit, die ganz, ganz viele Menschen betrifft, zunehmend viele Menschen. Sie haben vorhin eine Bemerkung gemacht, Frau Krener, dass Ihre Schwiegermutter auch an Alzheimer erkrankt war. Können Sie da Parallelen entdecken, wie es da gelaufen ist? Ja, ich habe mir den Film auch extra vorher noch angeguckt und finde ihn ganz anrührend und ganz toll, weil es Ihnen so gelingt, in so einer leichten Art und Weise davon zu erzählen, dass man nicht verschlossen wird und nur Angst bekommt, sondern dass man wirklich... Und das unterscheidet auch meine Erfahrung natürlich mit der Krankheit meiner Schwiegermutter, dass sie offensichtlich die Möglichkeit hatten, das nochmal als eine Gelegenheit zu nutzen, näher zu ihrer Mutter zu kommen, noch in die Beziehung letztendlich, die ihnen noch verblieben ist, zu intensivieren. Und das war bei uns nicht, weil wir haben das auch sehr spät festgestellt. Und die Mutter, die sich dann eben auch in ihr eigenes Reich zurückgezogen hat, also die immer mehr in diese Alzheimer-Krankheit zurückgegangen ist, die war dann auch schon so alt, dass der Vater da nicht mehr helfen konnte und dass das dann in einem Heim, eine Krankheit letztendlich im Heim war. Und das ist 74. Furchtbar. Ja. Und außerdem eben, wie gesagt, ist es dann auch eine sichere Krankheit, die eben auch
die alten Ängste oder wo man das Gefühl hat, die Menschen gehen immer weiter, weiter, weiter zurück in ihre Kindheit, dass die alten Ängste immer wieder hochkommen. Und ganz schlimm fand ich den Moment, also das erinnere ich noch, das war markant, wo sie nicht mehr gelächelt hat, also weil es das Lächeln auch vergessen. Das kennen Sie sicher auch, diesen Punkt, wo das nur noch eine Maske wird. Also das Lächeln vergessen, das ist natürlich auch ein, ja, man spürt, was hinter dieser Formulierung steckt. Ja, das fand ich echt. Was ich zwar nicht wusste, was mir der Film klar gemacht hat, es ist ja nicht nur, dass man das Gedächtnis oder dass sie das Gedächtnis verloren hat, es gibt bestimmte natürliche Dinge, die nicht mehr funktionieren. Die Reflexe hören irgendwann auf. Mhm. Das Lächeln erstirbt vieles. Es gibt eine Situation, da haben sie ihre Mutter versucht, ein bisschen zu aktivieren und sind mit ihr ins Schwimmbad. Mhm. Und da hat sie Angst bekommen. Ja, ja. Also das war, da sind ja sogar Ordnungskräfte eingeschritten. Ja? Also, weil ich probiert habe, meine Mutter zu bewegen, ins Becken mir zu folgen. Ja? Und ich habe so lange auf sie eingeredet, dann kam dann der Bademeister und sagte, was machen Sie denn hier? Und als ich ihm erklärt habe, dass sie meine Mutter ist, das hat die Situation nicht verbessert. Ja? Und dann wurde noch klar, dass auch ein Kameramann von mir bestellt. Also das fand ich dann ganz schrecklich, wie so ein sadistischer Sohn, der seine Mutter da zwingen will. Und es war aber so, dass ich ein paar Monate vorher auch, also war ich mit ihr im Schwimmbad und hatte etwas Mühe, aber es war halt oft so, dass meine Mutter sich nicht erinnert hat, dass sie was konnte. Das war mit vielen Tätigkeiten so, aber wenn sie dann gemacht hat, das ist wie mit Fahrradfahren, da sagt man ja auch nicht, ich weiß nicht mehr genau, wie ich es gelernt habe, aber wenn ich da drauf sitze, geht's, ja. Und so war es mit meiner Mutter damals, ein paar Monate vorher, sie ist dann, als sie im Becken war, ist sie geschwommen wie eine Meerjungfrau und es hat ihr riesen Spaß gemacht und daran wollte ich anknüpfen und habe es aber an dem Tag nicht geschafft. Aber irgendwann verlieren sich halt auch solche Dinge und sie funktionieren nicht mehr. Ja. Und es stellt sich dann auch irgendwann die Frage aller Fragen am Lebensende, was machen wir? Was lassen wir zu? Was wollen wir auf keinen Fall zulassen? War Ihre Familie da einvernehmlich? Ihr Vater, sprich Ihr Mann, Sie selber, Ihre Schwester, zu sagen, sie soll beispielsweise keine Magensonde bekommen, sie soll nicht künstlich ernährt werden. Am besten soll sie zu Hause sterben. Na, es gab einhellig den Wunsch, meine Mutter soll möglichst schmerzfrei im Kreis der Familie sterben. Aber um zu diesem Ziel zu gelangen, da gab es sehr viele verschiedene Positionen dann sozusagen in der tatsächlichen Herausforderung, bestimmte Entscheidungen zu fällen. Weil meine Mutter kam noch mal ins Krankenhaus. Also was viele nicht wissen, was ich nicht wusste, man stirbt ja nicht an einer Demenz oder an Alzheimer, sondern an den Folgeerscheinungen. Und neben der sozusagen den kognitiven Fähigkeiten und den Reflexen und verliert man, also man wird nicht nur inkontinent, irgendwann verlernt man zu schlucken. Und das ist natürlich ganz entscheidend, wenn der Schluckapparat nicht mehr funktioniert. Meine Mutter hat sich dann verschluckt und ist dann beinahe erstickt und hat dann eine Lungenentzündung entwickelt und war dann im Krankenhaus. Und wie wir sie da wieder rausbekommen konnten, gab es ganz verschiedene Haltungen und Positionen, jeweils je nachdem, was die Ärzte uns geraten haben. Da haben wir dann zum Glück es geschafft, sie ohne Magensonde und ohne großartig Apparate wieder rauszukriegen. Aber das war ein verdammter Drahtseilakt. Abgesehen von dem Film, der noch in einigen Kinos läuft, unter anderem in Brühl, in Bonn und anderswo, haben Sie das Buch darüber geschrieben. Und der Untertitel dieses Buches, vergiss man nicht, wie der Film, lautete bezeichnenderweise, wie meine Mutter ihr Gedächtnis verlor und ich meine Eltern neu entdeckte. Wenn Sie heute an Ihre Mutter denken, welches Bild schiebt sich nach vorne? Das der alten, kranken Frau, die Sie begleitet haben auf eine wirklich tolle Art und Weise? Oder ist es eher die junge Frau, die Sie eigentlich so spät kennengelernt haben? Ja, also bei mir, das ist so eine Riesenüberblendung, wenn ich das jetzt so dran denke. Und das ist so eine, ja, schon eine lächelnde, gütige Mutter, die so Lebensfreude ausstrahlt. Oder auch bei uns war es nicht so, dass sie ihr Lächeln verloren hat übrigens. Also klar, in den letzten Atemzügen, wo ich auch nicht dabei war, schon. Aber diese letzte Szene im Film, die ist ungefähr 10 Tage, bevor sie gestorben ist, aufgenommen. Da ist auch nochmal eine Sonne aufgegangen. Dieser Moment am Tag war immer klein, aber diese Sonne, das Strahlen von ihr, das hat eigentlich nicht aufgehört bei uns. Das war die Vermutung ein ganz großes war ja, Geschenk, dass ihre Mutter gewartet hat, bis sie kurz einkaufen ging, um sich dann sozusagen auf und davon zu machen. Genau, ich war immer da und dann bin ich einmal Salat kaufen gegangen und dann hat sie Abgang gemacht, ja. Und dann hat sie Abgang gemacht, ja. Und dann hat sie Abgang gemacht, ja. Aber meine Schwester meinte, dass da hat sie eigentlich sozusagen Rücksicht genommen auf mich. Ja? Es ist ja auch irgendwie furchtbar, wenn man die ganze Zeit darauf wartet und ausharrt. Es ist ja oft so, das haben mir viele Leute erzählt, dass in dem Moment, wo die Angehörigen oder meine Pause gemacht haben, dass dann
dann Theater wurde losgelassen, wirklich. Ne? Ein sehenswerter Film und ein lesenswertes Buch. Vielen herzlichen Dank, David Siebeking. Schön, dass Sie heute Abend hier sind. Danke. Alles Liebe für Sie. Meine Damen und Herren, vielen herzlichen Dank für Ihr Interesse. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und nächste Woche Freitag sehen wir uns wieder. Wenn Sie mehr wissen müssen, möchten zu den Themen zur Sendung heute, schauen Sie auf unsere Homepage. Danke, bis dahin. Tschüss zusammen.